Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und heiße euch willkommen zur 12. Folge von unserem wunderschönen Foundation Let's Play. Wir werfen mal wieder einen wundervollen Blick auf unser verregnetes kleines Dörfchen, was tatsächlich von Folge zu Folge einfach gigantischer wird und immer mehr Planung in Anspruch nimmt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den unglaublichen Support, für die viele Viewerzahlen, für die unendlich vielen Abonnenten, die durch Foundation dazugekommen sind. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal und alle anderen, die noch nicht mit an Bord sind, kann ich nur empfehlen, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch ein Like, einen Kommentar mit ein bisschen Feedback oder ein Abo da. Ich freue mich drauf und bin jetzt schon dankbar. Und ansonsten springen wir gleich mal in die Folge rein. Ich habe festgestellt, dass mein Sound ein bisschen komisch war. Ich glaube, die letzten zwei Folgen habe ich leider erst verspätet festgestellt. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, es war erträglich. Irgendwie hat mein Headset, glaube ich, ein ganz klein bisschen übersteuert und ein bisschen zu laut aufgezeichnet. Dieses Mal müsste es besser sein. Jedenfalls zeigt mein Aufnahmetool, dass es wieder angenehmer ist. Also dementsprechend schnallt euch an, lehnt euch zurück und genießt eine weitere Folge Foundation, während wir darauf warten, dass unser Bergfried hier fertig wird. Lange dürfte es nicht mehr dauern. Baustellen werden jetzt wenigstens auch langsam ein bisschen weniger. 8 Gebäude ohne Arbeiter. Rohmaterialien fehlen. Nee, tun sie nicht. Was willst du? Beherbergt Wandermönche. Kann ich gerne die ganze Zeit machen. Das gibt reichlich Punkte. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was freischalten können. Doch. Nehmen wir das direkt mit. Oh, das hat mehr gekostet. Hoppla. Aber schalten wir ruhig einfach nacheinander dann hier alles frei. So, hier drüben ist auch schon, sind die beiden Holzfällerbuden und das Lagerhaus schon fertig. Oder das Lagerhaus ist in ein paar Sekunden, besser gesagt, fertig. Aber unser Holz füllt sich dann jetzt ja auch langsam, aber sicher schon wieder ein bisschen mehr auf. Dementsprechend ist das alles ja gar nicht so schlecht aktuell. So, Tücher steigen auch, T-Shirts auch, Lebensmittel. Naja, die Beeren machen mir ein bisschen Sorgen. Aber wir haben hier tatsächlich echt viele Beerensammler am Start. Die sollten tatsächlich auch alle mal anfangen zu arbeiten und nicht so viel faulenzen. So, Holz steigt jetzt auch wieder. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine Arbeiter mehr hier in die Wälder reinschicken. Die können hier ruhig einfach noch eine ganze Zeit lang weitermachen. Und dann reißen wir die irgendwann ab und werden die hier anfangen arbeiten zu lassen. Super, nur noch 5 Baustellen, jetzt gleich sogar nur noch 4. Hier können wir Holz einlagern. Holz. Was haben wir denn noch? Steine können wir einlagern, haben wir relativ viele von. Ansonsten hält sich alles in Grenzen und Bretter können wir hier auch einlagern. Was brauchen wir denn hier alles eigentlich zum Bauen? Müsste mir das nicht irgendwo angezeigt werden? Mann, ich muss es erst in Auftrag geben, damit ich sehe. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall Holzsteine und Bretter hier oben brauchen für den ersten Teil unseres Amtssitzes. Damit warten wir allerdings noch ein bisschen. Lohnt sich aktuell noch nicht. Wir könnten tatsächlich noch einen Fischer hinzufügen. Schwebt der? Ah ne, der schwimmt. Das sah gerade so aus, als ob er hier übers Wasser schwebt. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Zufriedenheit 72%. Wohlstand 147. 53 Punkte fehlen noch bis zum Erreichen des nächsten Levels. Jetzt ist natürlich die große Frage, gehen wir hier schon in den Bereich Käseproduktion über? Oder kümmern wir uns erstmal um die anderen Baustellen? Wir haben ja immerhin, man sieht, Kohle und Eisen füllt sich langsam doch sehr deutlich auf. Das heißt, wir könnten eigentlich noch eine weitere Eisenschmelze bauen. Warum auch nicht? Ah, okay, das Wetter ist wieder besser geworden. Man sieht auch direkt, die Beeren beruhigen sich ein bisschen. Wir könnten aber tatsächlich noch eine Eisenschmelze bauen. Hier ist ein Feld. Hier ist auch was. Können wir ja eigentlich hier hinsetzen. Wir haben ja auch gesagt, wir setzen hier noch ein weiteres Industriegebiet hin. Dann machen wir doch hier auch einfach mal direkt den Startschuss dafür und setzen hier eine Eisenschmelze noch hin. Oh, 4 neue Einwohner. Das ist nice. Die brauchen wir auf jeden Fall. Hier in die Fischhütte habe ich einen reingepackt, oder? Ne, habe ich noch nicht. Jetzt haben wir das. Super.
So, das ist auch gleich fertig. Das sage ich, glaube ich, schon seit 3 Folgen, dass das gleich fertig ist. Hier könnten wir Soldaten hinzufügen und dann könnten wir auch die ersten Militärmissionen starten. Warten wir damit aber noch ein klein bisschen. So, jetzt normalisiert sich ja alles tatsächlich ein bisschen. Mehl ist ein bisschen knapp und Getreide auch. Ah, müssen wir mal im Auge behalten. Wir haben ja mittlerweile schon relativ hohe Verbrauchszahlen, aber wir haben schon 4 Farmen, 2 Windmühlen, glaube ich, und 3 Bäckereien am Laufen. Okay, jetzt können wir hier aber nochmal ganz kurz was machen. Mich stört das ein bisschen, dass das Ding hier offen ist. Nein, 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 nein. So wollte ich es haben. Genau, das sollte hinten auch noch zu sein. Jetzt bin ich wieder zufrieden. So, Wandermönche werden beherbergt. Die sind hier immer noch nicht zufrieden. Wie kann das denn sein? Ich habe doch hier alles. Komisch. Aber naja, ist jetzt auch egal. Habe ich, was hat er gefunden? Stein, okay. Hier. Ah, okay, das können wir dann auch abbauen. Ist das ergiebiger? Wie diese kleinen Steinvorkommen, oder kann ich damit einfach nur die Steinindustrie aus meiner Stadt rausziehen? Fragen über Fragen, die ich mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht selbst beantworten kann. Müssen wir halt mal schauen. Ah, da kommen schon wieder die nächsten Einwanderer. Wir sind schon wieder bei 4 Leuten, die nichts zu tun haben. Und nur noch bei 3 Baustellen. Das heißt, es wird Zeit, dass wir weiter wachsen. Machen wir direkt noch eine Fischerbude hier auf. Und dann werden wir tatsächlich jetzt auch einfach mal die ersten hier hinschicken, dass die anfangen hier abzuholzen. So, hier gehen ja auch gleich 2 rein. Dann sind wir auch schon wieder runter auf einen. So, was haben wir denn hier noch Wunderschönes? Okay, Schneiderei, Weberei, Schäferei haben wir alles. Okay, wo habe ich denn die Kühe für die Milch? Milchhof, da haben wir es doch. Produziert Milch. Okay, dann die Käserei. Die braucht Milch. Okay, wunderbar. Eine Jagdhütte. Produziert Wildschwein. Interessant. Okay, Hopfenfarm und Brauerei haben wir schon. Aber wir können tatsächlich dann noch mehr Nahrungsarten auch einfach anbieten. Ich will aber tatsächlich Schwerter herstellen. Aber da haben wir hier tatsächlich eine echt große Baustelle vor uns. Ah, da müssen wir uns tatsächlich um das ganze Ansehen kümmern. Haben wir denn bei den Edikten noch irgendwas? Nee, hier ist... Oh, was haben wir hier denn? Handelspreisbonus von 10%. Ja, warum nicht? Nehmen wir es mal mit rein. Super, hier wird auch fleißig abgeholzt, das sieht man schon. Unser Holz füllt sich auch wieder. Sehr gut. Und die beiden. Ah, hier können wir einen Träger reinpacken. Oh, jedenfalls einen. Komm her. Nee, weg da. Und haben wir hier eigentlich schon einen reingepackt? Nee, guck mal. In den Speicher haben wir noch gar keinen reingepackt. Dann kann natürlich auch nichts gesammelt werden. So, wie sieht's hier aus? Okay, unser Übungsgelände wächst und gedeiht auch langsam. Die Trainingspuppen sind auf jeden Fall schon mal fertig. Und dann können wir tatsächlich auch anfangen, ein bisschen mehr Eisen herzustellen und das Ganze auch einzulagern. Boah, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck nehmen. 3. Folge im Stück aufgenommen, jetzt wird der Mund langsam trocken. So. Ein Bote nähert sich wieder und will uns was andrehen. Schauen wir mal. So. Können wir eigentlich noch größere und coolere Kirchen bauen, sodass wir nicht immer so einzelne schmale Bereiche haben? Können wir die noch breiter ziehen? Das können wir eigentlich mal kurz ausprobieren. Mal kurz gucken, was man hier noch für Funktionen hat, die man irgendwie... Strohgedeckte Kapelle. Strohgedecktes Kirchenschiff. Okay, breiter geht nicht. Es geht höher.
Weiter kann ich es nicht machen. Ne, ich kann es nur verschieben und höher oder niedriger machen. Ich muss zugeben, aber das gefällt mir nicht so sehr. Das sieht irgendwie auch nach nichts Ganzem aus. Nee, das gefällt mir nicht. Da muss es doch noch eine Möglichkeit geben, schönere Kirchen zu bauen. Das kann ich auf jeden Fall so nicht akzeptieren. Sammelt 100 Hopfen. Habe ich das irgendwo? Wird das irgendwo eingelagert aktuell? Ich glaube noch nicht, ne? Dafür kriege ich 50 Kleidung. Ja, packen wir den Hopfen mal kurz hier hin. Und hoffen, dass er gleich... Jetzt haben wir nur noch 50. Super, jetzt habe ich die Quest angenommen und habe direkt zu wenig. Was will er? Beeren und Kräuter. Kräuter habe ich, Beeren auch. Perfekt, erledigt. Hier können wir wieder was freischalten. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Negativer gegenseitiger Einfluss wird ein bisschen aufgehoben. Wunderbar. Perfekt. Wäre natürlich cool, wenn wir den negativen Einfluss jetzt hier auch noch ein bisschen wegbekommen. Oh, ist das Ding fertig? Nee, noch nicht. Okay, ich dachte schon. Aber wir sind ja schon ein bisschen von unserem Minus wieder weg. Wenigstens etwas. So. 1000. Oh, wir müssen unser Geld ausgeben, sehe ich gerade. Wir sind über dem, was wir lagern können. Das heißt, wir kaufen uns tatsächlich mal das ein oder andere Territorium noch dazu. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich... Hier können wir dann einen Zaun hinziehen. 1, 2, 3. Holen wir uns die drei Gebiete hier noch dazu. Jetzt haben wir hier natürlich unser Industriegebiet. Und ich will tatsächlich auch, dass das irgendwie grundsätzlich abgeschottet bleibt. So, den ziehen wir mal hier in den Wald rein. Und machen das so. Super, dann bleibt unser Industriegebiet wenigstens hier halbwegs umzäunt und abgekachelt. Ah, hier hinten ist fertig. Wunderbar. Ihr könnt anfangen mit Eisen herstellen. Ich baue mal darauf, dass ich irgendwann auf absehbare Zeit auch mehr Waffen bekomme. Was will er? Getreide, nee, kannst du vergessen. Mit Getreide können wir uns tatsächlich nicht totwerfen. Da sind wir immer ein bisschen knapp bei Kasse, habe ich das Gefühl. Und ich bin schon wieder kurz davor, die nächste Farm zu bauen. So, Wohngebiete ist hier tatsächlich auch noch genug Platz. Wir können das aber tatsächlich einfach schon mal direkt noch ein bisschen ausweiten. So, hier wird schon fleißig eingelagert. Sehr schön. Der ist gleich fertig. Die eine millionste Aussage dazu. Was will er? 50 Beeren. Die kann er haben. Was? Habe ich keine 50 Beeren im Lager? Tatsächlich nicht. Sind wohl alle aktuell noch in meinen Sammelbuden. Müssen wir kurz drauf warten. So, da kommen auch schon die nächsten Einwohner, oder der nächste, besser gesagt. Was haben wir denn hier noch? Meisterwerke? Nee, brauchen wir eigentlich noch nicht. Verwaltung, Warenproduktion. Haben wir hier irgendwo einfach nur Verschönerung? Nee, nicht wirklich. Nur im Zusammenhang mit Gebäuden. Ja. Nehmen wir den auch direkt auf. Direkt das nächste Mandat. Zack. Super. 50 Kleidung dazu bekommen. So, Stopp. Steigt jetzt. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich noch einen Schneider mehr aufbauen, um das dann hinzubekommen.
Ah, super. Und die holzen hier wirklich wie verrückt ab. Das ist sehr gut. Können wir tatsächlich. Brauche ich noch eine weitere Farm? Ist eigentlich alles ganz stabil hier aktuell. Die nächste Fischereihütte können wir aufmachen. Super, steht die auch. So, das Quest auch erfüllt. Nehmen wir einen Ort, an dem Mönche nur Nahrung und plötzliche Mahlzeit essen können. Okay, nehmen wir das mal mit. Schatzkammer besser und vergrößern. Warum nicht? Die könnten wir aber in der Tat noch ein bisschen vergrößern. Da kann ja ruhig was aus dem Wald rausschauen. Warum nicht? Und dann setzen wir da noch eine Holzhütte hinten dran. Wunderbar. Wunderbar. Sehr gut. So. Da hinten kommen schon wieder Neuankömmlinge an. Sehr gut. Und wir nähern uns tatsächlich den 200 Wohlstand. Und da müssen wir wirklich sehr viel hier in militärische Forschung investieren. Wo habe ich denn tatsächlich hier mal die Sachen? Habe ich hier auch irgendwas, dass der negative Einfluss nicht so stark ist? Nee. Vielleicht kann ich das aber mit militärischen Missionen dann am Ende des Tages verbessern. Die anderen beiden stehen ja gar nicht so schlecht da, ne? Das sind tatsächlich nur die anderen beiden. Der negative Einfluss, okay. Kann man hier auch nochmal verringern. Naja. Müssen wir mal gucken. So, erstmal nehmen wir die hier auf. Oh, wieder 4 Stück dazu. Haben wir wieder 6 ohne Job. Das ist ein bisschen zu viel. Holz nimmt schon wieder brachial zu. Also wir müssen tatsächlich jetzt die nächsten Bau. Wisst ihr was? Wir starten das Ding jetzt hier. Los geht's. Dann dürften sich unsere Speicher hier auch wieder ein bisschen leeren. Und wir haben ja auch gar nicht mehr so viele Baustellen. Das heißt, die meisten unserer Baumeister dürften sich jetzt hier auch direkt drauf stürzen. So, dann können wir hier wieder loslegen. Auch nochmal 2 jeweils reinpacken. Und haben wir sonst irgendeinen akuten Engpass aktuell? Eigentlich nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Machen wir hier mal. Machen wir mal 4 Soldaten rein. Warum nicht? Wir haben ja die Waffen, ne? Und vielleicht können wir dann tatsächlich gleich mal die ein oder andere Militärmission starten und uns mit dem System dann mal vertraut machen. Ich weiß gar nicht, wo wir die auswählen können. Aber hier nicht. Doch hier. Truppen bereit machen, okay. Okay, was haben wir hier? Verbrecherkopfgeld. Der König hat ein ansehnliches Kopfgeld auf den berüchtigten Wegelern Niebuhr von Nerxa und seine Gauner ausgesetzt. Diesen Teil. Aha. Mittelschwer einfach. Tage übrig 8. Ah, hier sind die Militärmissionen. So. Unmöglich. Ah, die müssen erst üben. Die sind in der Grundausbildung noch. Okay. Lassen wir die erstmal üben. Ah, da sind sie. Ich sehe es. Okay, nicht schlecht. Haben wir hier noch einen Platz frei? Lagern wir hier mal die Schwerter ein. Ich habe nämlich eine Vermutung, dass wir die einlagern müssen, damit die Soldaten die Schwerter auch zu fassen bekommen. Und wieder 4 Einwohner. 140 schon fast an der Zahl. Ich glaube, mit Steuereinnahmen geht es auch richtig rund 1000. Guckt euch das mal an. Ich glaube, wir können tatsächlich in der nächsten Runde jetzt auch nochmal befördern. Wenn unser Vogt wieder da ist. Müsste auch bald wieder. Ah, perfekt. Der kommt auch gleich schon wieder zurück. Mal gucken, was er jetzt findet. Vielleicht findet er tatsächlich mal Gold. Das wäre doch was. So. Das steht und ich glaube, wir bauen tatsächlich hier schon mal noch eine weitere Farm hin.
Obwohl wir uns mit Brot jetzt auch irgendwie zuwerfen könnten, ne? Wir könnten so viel verkaufen, aber das bringt uns am Ende des Tages ja gar nicht so viel. Wie sieht's hier aus? Ein Teil der Materialien kommt schon langsam an. Das heißt, unser Herrenhaus wird dann jetzt langsam auch Gestalt annehmen. Hier könnten wir noch Fisch anbieten, glaube ich, ne? Haben wir noch irgendwas, was wir hier anbieten können? Nee. Aber wir könnten tatsächlich noch einen Lebensmittelmarkt hier mit reinsetzen, irgendwie. Da eigentlich. Ja, machen wir ihn hier hin. Und da könnten wir dann hier an der Ecke auch noch Fisch anbieten, genauso wie auf unserem Hauptmarkt hier unten im Zentrum. Und dann will ich vielleicht tatsächlich versuchen, mir hier zwei Gebiete hoch was zu kaufen und dann hier oben auch eine kleine Ortschaft entstehen zu lassen mit einer kleineren Kirche. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob ich mir damit ins eigene Bein schieße, weil die Laufwege meiner Dorfbewohner dann so lang werden. Holz und Stein, damit ist alles möglich. Eure Dorfbewohner sehen den Überschuss und staunen über Leistungsfähigkeit. Wird es eine Kirche sein? Ein Kastell, eine Taverne? Sie überlegen aufregend, was wohl als nächstes kommen mag. Okay. 10% mehr Zufriedenheit. Why not? Jetzt haben wir hier ja das Ding. Eigentlich wäre ja cool, wenn auf dieser Insel dann noch eine prunkvolle Kirche gebaut wird. Aber wird aktuell irgendwie nichts. Wohlstand 70 und das auf 20. Das haben wir doch eigentlich sogar schon. Kloster, Steinhalle, steinerne Kirche. Das will ich haben. Das ist es doch. Ansehen haben wir genug. Das heißt, wir brauchen jetzt 10 von diesen Einflusspunkten. Und dann könnten wir eine steinerne Kirche bauen. Das will ich haben. Und die kommt auch hier drauf. Haben wir direkt. Ein To-Do für eine der nächsten Folgen, sobald wir die nötigen Einflusspunkte bekommen haben. Einfluss können wir auch direkt hier machen. Lassen wir den Vogt das mal machen. Statt Leute zu befördern, soll er sich mal darum kümmern, dass wir hier 10 Punkte zusammen geklambüsert kriegen. So, der kann schon mal weg. Und die können dann ruhig hier drüben weiterarbeiten. Wie viel Platz haben wir hier denn noch? Wunderbar. So, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt einen guten Punkt erreicht haben, wo wir für heute Schluss machen können. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu plötzlich. Ich versuche da immer so halbwegs vernünftig einen Absprung zu finden, bevor ich jetzt hier in die weitere Planung des Industriegebiets mit Milchproduktion gehe. Das will ich dann doch lieber in der nächsten Folge angehen. Und dann hoffe ich tatsächlich auch, dass der Vogt in der nächsten Folge zurückkommt und wir dann endlich unsere Steinkirche bauen können. Ich freue mich drauf. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich bin es natürlich selbst schuld, weil ich die Map gewählt habe, dass wir keine Map genommen haben mit Gebirge im Hintergrund, auf die man eine schöne Kirche setzen kann. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal in den nächsten Folgen an und vielleicht gibt es ja noch weitere Runde Foundation. Dann auf Workshop-Karten oder auf anderen, die noch zur Verfügung stehen, wenn das Update dann irgendwann mal live ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und freue mich drauf, euch bald wiederzusehen. Bis dahin, euer Chris.